Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilization 4. Wir spielen die Version 0.92 und die Version ist nicht mehr nur zum Testen vorgesehen. Zumindest steht hier kein Text mehr. Okay, gut. Wir werden jetzt eine Kolonie gründen. Jawohl. 3 Produktion, 2 Wissenschaft. Und wir haben nur einen Verlust von 20%. Ja, also können uns das auch in unserer Kernwelt anzeigen. Da kommen hier 2,4 Produktionen jetzt zusätzlich an und 1,6 Wissenschaftspunkte. Wir haben fast noch gar keine Multiplikatoren für die Wissenschaft. Nur der Gouverneur plus 7%. Ja. Aufgrund seiner Intelligenz von 7. Wir brauchen ja auf jeden Fall dieses Koordinationsgebäude für mehr Kontrolle, mehr Kreativität. Ja, wenn das hier so ein Cluster wird für Zustimmung, das ein Cluster wird für Produktion. Das ist auch spannend hier, da gibt es plus 3 auf Produktion. Ja, das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, dieses Feld. Das hätte man vielleicht auch anders machen können. Naja, gut. Wir kriegen jetzt die Produktionsdistrikte auch schon plus 2 durch die Hauptstadt. Ja, okay. Gut, ist passiert. Wo werden wir unsere Forschung dann anlegen? Hier oben. Kann man machen. Das Feld hier gibt direkt auch dem Gebäude selbst plus ein Level auf Forschung. Dann kriegen wir plus 3% nochmal. Gibt halt angrenzend plus 2 auf Forschung. Das ist jetzt die Frage. Ich will lieber dem Feld selber plus 1 geben. Oder es eher mittig platzieren. Damit mehr Angrenzende dadurch profitieren. Ja, setzen wir es mal hier rein. Okay. Hier haben wir Capital Mainframe. Auch angrenzend plus 2. Und mal halt daneben setzen. Auch noch wesentlich schneller fertig. Okay. Da kriegen wir Wohlstand plus 2. Da würden wir dann dadurch 4 plus 4% noch kriegen. Beim Handelsnetzwerk. Ja gut, man muss halt abwägen. Prioritäten setzen. Kann ich alles machen. Aber jetzt hier so ein Forschungskasten ist auf jeden Fall was Schickes. Okay. Dann haben wir das. Den Constructor bauen. Das machen wir auch. Wir könnten das jetzt auch rushen. 180 Credits. Schauen mal bei den Anführern. Oha, da kostet ein Anführer 725. Was ist denn hier mit den Anführern los? Warum sind die denn alle so illoyal? Na ja, gut. Wurde vielleicht durch den aktuellen Patch geändert, dass die Loyalität insgesamt gesenkt wurde. So, der hat Prescient.
Er erhöht die Forschung auf Kosten der Produktion, wenn er als Gouverneur zugeordnet wird. Deswegen ist er so teuer. Ja. Ja, und der hier ist halt schön billig. Er erhöht die Ideologie Compassionate. Und ist Friedensstifter. Also als Diplomat kann er die Wahrscheinlichkeit für eine Kriegserklärung reduzieren. Jetzt haben wir hier bei ihm das ganz große Problem. Loyalität 20. Man sollte nicht unter 30 fallen. Jetzt sehen wir hier aber, dass minus 10 dadurch kommen, dass die Ideologie gegenübergesetzt ist. Gegensätzlich ist. Wenn wir ihn und schnappen, dann geht Compassionate um eins hoch. Jetzt sind wir direkt auf 30. Weil wir diese minus 10 verloren haben. Ja, ich wusste das jetzt aus dem Kopf, dass wir hier bei Pragmatismus 1 hatten oder immer noch haben. Und damit dem plus 1 auf Compassion halt einen Gleichstand erzielen. Und damit direkt den Malus aufgehoben haben. Okay, so was machen wir mit dem? Zwei gute Möglichkeiten. Wir haben hier noch ein Kommandoschiff. Oder Ministerium. Und wir haben noch keinen Aufklärungsminister. Und da weisen wir ihn jetzt zu. Das bedeutet, alle unsere Schiffe bekommen plus eine Bewegung. Und Schiffsreichweite plus 13. Schiffsreichweite ist relevant für... Ja, jetzt sehen wir es hier gar nicht, weil unser Sektor nicht so groß ist. Oder doch, hier. Also wir könnten jetzt mit dem Schiff nicht über diese Grenze hier fliegen. Die Aufklärungsschiffe, diese Sonden, haben das Problem nicht, weil die haben ein spezielles Modul eingebaut. Ja, Immunität gegen Reichweite. Also das Schiff kennt keine Schiffsreichweite, kann unendlich weit fliegen. So. Aber auch wenn wir neue Kolonien gründen oder Sternenbasen, dann verschiebt sich die Grenze auch entsprechend. Ein Bericht von einem Forschungschef. So, wir können jetzt entweder das einzelne Schiff upgraden. Raketenangriff plus 2. Oder ja, eine Mission starten, um sämtliche Raketenangriffe abzugraden. Machen wir. Ah, das sieht man jetzt auch hier oben. Aber wenn wir diese Technologie erforschen, dann kriegen alle Schiffe plus 10% Raketenangriff. So. Da ist noch eine weiße Anomalie. Kolonieschiff. Ja, jetzt die Frage. Eventuell finden wir da etwas Gutes. Und da wären wir schon recht lange unterwegs. Wir werden mal mit dem Kolonieschiff jetzt nicht zu einem der Kolonien hier fliegen, glaube ich. Da ist ja eh schon ein anderes Kolonieschiff hin unterwegs, hier. Und die anderen zwei, die sind halt recht überschaubar. Von den drei Einnahmen hier hätten wir praktisch nichts. Also von Wohlstand 3. Weil wir mit 10% Steuersatz unterwegs sind. Ich ging einfach mal hier in die Richtung.
Ja, unsere Drohne. Okay, noch keine Gefahr getroffen. Und da haben wir jetzt einmal Thulium. Aber bei blauen Sternen gibt es Thulium. Ah. So. Nächste Runde. Wir fliegen ja weiter. Schaffen es leider nicht ganz bis zur Anomalie. Der Weltraumlifte fertig. Das heißt, wir könnten jetzt mit 5 Durant zum Eden's Lift bauen. Hier, Sternbasis Reichweite plus 1. Und wir bekommen direkt kostenlos 2 Module. Das kann man so machen. Aber wir haben jetzt noch 7 Bewegungspunkte. Drei Bewegungspunkte und dann wieder 3 zurück. Mehr für Planeten. Klasse 1. Und nochmal Klasse 1. Und zweimal Durantium. Ja, die sehen wir ja auch schon. Und 7 Asteroiden. Okay, wir fliegen wieder zurück. Also wir haben noch nicht wirklich einen Kandidaten jetzt für eine weitere Kernwelt. Halt hier diese extrem kolonisierenden Planeten. Da bräuchte man halt die passende Technologie für. Ah ja, die Technologie. Dafür müssten wir vorher noch Planetologie erforschen. Ja, okay. Aber erstmal hier die Reichweite erhöhen, damit wir schön viel Durantium kriegen. Oh, und da sind wir jetzt auf Piraten gestoßen. Da ist ein Sniper. Bewegungspunkte 5. Okay. So, jetzt mache ich das ganz gerne so, dass ich mir eine Schiffswerft schnappe. Und dann einen W-Punkt setze. Dann auch noch reinschreibe, dass es dort Piraten gibt. Ja, und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch reinschreiben, welche Waffenart die haben. Einmal Laser. Ja, okay, und ein Klasse 2 Planet. Bei ihm Schluck getrunken. So. Ja, und dann machen wir uns hier wieder. Jetzt haben wir den
Stern auch wirklich aufgedeckt. Dadurch können wir den auch anklicken, wenn wir nicht mehr in Reichweite sind. Ah, eine schwer verteidigte Anomalie, die zweite. So. Ja, wir sind ja ganz gut vorangekommen, was die Anomalien angeht. Unseren, ja, zwei Kommandoschiffe, die Anomalien erkunden konnten, und unserem Startforschungsschiff, also drei Schiffe, die Anomalien erkunden können. Wow. Ein Produktionsdistrikt, Produktionsrelikt. Das erhöht auf allen Kernwelten die Produktion. Also wieder Zustimmungsrelikt auf allen Kernwelten die Zustimmung erhöht. Ah, wieder kein Ellerium gefunden. Na okay, wieder nicht, oder? Nee. So, da ist eine weiße Anomalie. Da habe ich mich verklickt. Ich wollte eigentlich dann eher rumfliegen. Na gut. So. Plus 2 Produktion, plus 1 Wissenschaft, plus 2 Wohlstand. Ah, und unsere Kernwelt produziert jetzt schon 17,1. Und Wissenschaft 7,5. Einkommen ist halt durch unseren Steuersatz entsprechend gering. Wir kämen eigentlich auf 23,11. 21,11. Aber der Steuersatz, der natürlich entsprechend gering. Umweltverschmutzung reduziert unsere Nahrungsproduktion erheblich. 11,1 Einfluss. Okay. Ja. Mal schauen demnächst, dass wir hier unsere Zustimmung ankurbeln und dann den Steuersatz erhöhen können. Aber erstmal Elon's Lift, denke ich. Und hier mehr Kontrolle erzeugen. Und Constructor fertig in 1. Und nächstes Kolonieschiff in 4 Runden. Ja. Gehen wir jetzt mit dem Kolonieschiff wieder zurück. Hier keinen Erfolg gehabt. Nicht wirklich. Unten sind die Piraten. Eine potenzielle Kernwelt. Wir werden hier weiter erkunden. Mit dem einen Kolonieschiff optimistisch sein, dass wir da noch was finden. So, Constructor fertig. Okay.
alle auf 96%. Also müssen wir mal ein bisschen genauer reinschauen. Hohe Erwartungen, minus 5%. Oh, sie sind unbeschützt. Da können wir natürlich sehr schnell 10% rausholen. Dass wir ihnen ein Schiff zur Beschützung schicken. Wobei das ja eigentlich bei den Manticluster, die haben noch ihre Drohnen, die sie verteidigen. Das war eher ein Bug. Ja, hohe Erwartungen, minus 11%. Der Frieden schwächt sie. Also der hier ist ein Kriegstreiber. Ja, was ist jetzt mit den Drohnen, die unsere Planeten eigentlich beschützen sollen? Weiß ich nicht, schreib das mal auf. Okay, gut. Aber dann schicken wir einfach zu unseren Kernwelten ein Schiff, das uns verteidigt. Und ja gut, das muss natürlich auch bewaffnet sein. Ja. Ja, die Technologie rennt ja nicht weg. So. Wir forschen weiter, dass wir unsere Sternbasis Reichweite um 1 erhöhen. Okay, 3 Planeten. Klasse 2. Klasse 1. Klasse 1. Okay, also potenzielle Kolonien, die dann eine Kernwelt pushen. Das sieht gut aus. Botis 2, ohne dass ich drüber gehe, ist doch ein bisschen größer dargestellt. 33, ein Paradies. Und da gibt es Precursor-Naniten. Eine Umweltverschmutzung von gerade mal 9%. 3 Produktion, 2 Wissenschaft, 8 Wohlstand, 13 Nahrung und 9 Einfluss. Und dann haben wir noch eine Klasse 2 Planeten, der dann direkt unterstützend tätig werden kann. Mit 3 Produktion, 2 Wissenschaft, 2 Wohlstand. Ja, und der Planet ist ja, oder das System ist ja ziemlich zentral gelegen. Ist auch relativ weit weg von unserer Heimatwelt. Das heißt, unsere Heimatwelt wird auch die entsprechenden Supportwelten nicht verlieren. Das macht Vorfreude. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir diesen Planeten auch kriegen und verteidigt bekommen. Unser Kolonieschiff hat eine Aufgabe. So, wir können jetzt schon Supply-Schiffe bauen. Das gibt dann 75 Produktion auf der Welt, wo wir es hinschicken. Kostet erstmal 80 Produktion, liefert der Welt, wo wir es hinschicken, dann aber 75. Wir haben den nächsten Bürger in 2 Runden. Ja. Versorgungsschiff wäre halt spannend für Elon's Lift. Also können das Schiff dann auch dahin schicken, wo wir eh schon sind. Also wir bauen das hier.
Schicken das dann einfach wieder zurück. Und Eden's Lift kostet 225. Okay, ein Constructor. Piraten hatten wir erst hier entdeckt. Das heißt, hier unten haben wir drei Durantium. Da fliegen wir hin. So. Ja, dann erkunden wir dort noch ein Schiffsfriedhof. Und wir machen hier weiter. So. Ja, und da ist das Paradies. Otis 2. Sehr gut. Wir brauchen drei Bewegungspunkte dafür. Noch mal ein bisschen Aufklärung betreiben. Wenn wir jetzt noch ein Feld weitergehen würden, brauchen jetzt vier. Also drei, um dorthin zu kommen und dann eins, um es zu erkunden. Wenn wir jetzt noch ein Feld weiterfliegen würden, dann wird es nicht mehr passen. Also hingehen und forschen. Mando-Schiff erkundet hier noch dieses System zu Ende. Ja, vor allem schauen, ob da irgendwelche Gefahren lauern. Und oha, da war ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt. Das ist nur ein kleines Schiff. Gibt es da noch größere Kaliber? Ein Bomber. Der wird uns vielleicht trotzdem angreifen. Ja. Ja, okay. Gut. Ja, Sensorreichweite 7 ist halt fast gar nichts. Und das Schiff hier sich um 7 Felder bewegen kann. Okay. Gut, Leute. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye.